Kanone bereit machen! Ich würde euch empfehlen zu verschwinden, Mr. Shatter. Feuer! Laden! Feuer! Bin ich gefürchtet? Um Ribanas Leben? Solange der Atem des Lebens in Winnetous Seele weilt, braucht Ribana keine Furcht zu haben. Jetzt alleine zu Ende bringen. Findet diesen Mörder und werft seine Leiche den Geiern zum Fraß vor. Das werde ich tun. Versprecht es, Shatterhand. Shatterhand? Anfangs war ich mir noch nicht ganz sicher, aber seit der Begegnung mit Winnetou weiß ich, dass ihr sein Blutsbruder sein müsst. Dass so ein kleines Stückchen Blei einen Kerl wie mich erledigen kann. Seltsam. Master Shatterhand, entschuldigt mich bei den Ladies. Wakantanka, großer Geist, höre meinen Schwur. Harano wird nicht eher ruhen, als bis das Kalb all dieser Mörder an seinem Gürtel hängt. Winnetou, der Häuptling der Apachen, der sich verbrüdert hat mit meinen Feinden, wird bezahlen für den Verrat an meinem Volk mit seinem Blut. Jeder, der sich von nun an Parano in den Weg stellt, wird sterben. Großer Geist, höre meine Schwur! Stella! Winnetou! Nein! Nein! Parano! Nein, mein Bruder! Es ist genug Blut geflossen! Was habe ich getan? Winnetou soll nicht traurig sein. Ribana ist froh, in Winnetous Armen sterben zu dürfen. Der große Geist wird Ribana mit Freuden aufnehmen. Winnetou, Ribana liebt dich mehr, als Worte beschreiben können. Ribana. Stop!
Sam! Sam! Sam? Oh! Oho! Lass mich auf, mein ganz Dick! Jetzt pass mal auf! Hep! Hep! Wahrscheinlich zu beeindruckend, hä? Ich glaube zu wissen, wo dieser Gabbiano steckt, hä? Na? Zumindest werde ich es gleich erfahren. Ich frag mal meine Kumpels im Salon. Kein Problem. Na? Wo steckt denn euer Boss, hä? Die habe ich nicht genau verstanden. Ich probier's nochmal. Ich komm gleich wieder. Das soll nicht wahr sein. Also, wo steckt denn nun euer Boss, hä? Ich glaube, jetzt haben sie mich verstanden. Auch das noch, ein Kaktus. Kaktus? Ich hab's gleich, Lady. Er sollte besser in Hühnerstall nachfragen. Das habe ich gehört. So. Also. Wo steckt euer Boss? Merde. Er greift sie. Was? Hier mit seid ihr runter. Na, was ist er? Was tun? Nur bunt. So, Franzmann, und jetzt bin ich ganz alleine für dich da. Na, dann kommen Sie mal. Ja. Oh. Machen wir es wie Männer. Ah, jetzt auf einmal machen wir es wie Männer, hä? Na gut, dann machen wir es wie Männer. Et voilà. Ha, ha, jetzt bleiben Sie mal ruhig stehen. Nicht so schnell bin ich, Franzmann. Nicht her, Opti. Meine Herren, was soll das? Madame, hierbei handelt es sich um eine militärische Angelegenheit. Also halten Sie sich raus. So, so. Lassen Sie mich doch erklären. Nicht weg, Lady. Aber ich möchte doch nur... Jetzt ist es aber langsam genug. Also... Ja, Franzmann, was passiert, wenn man sich mit mir anregt, ja? Betty! Sind Sie weg? Oui, Madame. Oh. Excusez-moi. $5, s'il vous plaît. Ja. Ich kann mit Zuversicht in die Zukunft sehen. Forster, was spricht er schon wieder von Seen? Was weiß ich. Irgendwas von Zugverzicht oder so. Zugpferd? Ja. Mein Gott, entweder bist du so bescheuert oder er. Was weißt du, ganz egal? Kugeln flogen um die Ohren, doch keine konnte mich durchbohren. Ja, erinnert mich irgendwie ans Jahrmarktschießen. Jeder Schuss ein Treffer. Niemand schießt besser. Mich interessieren Ihre Geschichten nicht. Sieh mal einer an. So, und jetzt runter damit. Ja. Endlich. Oh, oh, oh. Nein. Doch.